Moinsen und willkommen zurück beim Spider-Man. Ja, wir wollten eigentlich zur Mission da hinten, aber mir ist da noch diese Baustelle gerade ins Auge gekommen und drum werden wir das jetzt mal schnell machen. Die Betonung liegt auf schnell. Juri, ich habe eine Baustelle von Fisk gefunden. Jede Menge Arbeiter, die nichts Gutes im Schilde führen. Mach mal richtig Lärm. Wenn jemand eine Störung meldet, kann ich Wagen hinschicken. Lärm? Das kann ich. Nee, nee, wir machen erstmal Lauer Takedowns, Juri. Kennst du ihn schon? Seit den alten Don Rigoletto-Zeiten. Was? Also bevor der Boss der Boss war, ja? Das Geräusch. Ich feiere einfach jedes Mal wieder. So, drei Lauer Takedowns. Und jetzt schubsen wir einfach noch drei runter. Das könnten wir erstmal mit dem Aufprallnetz probieren. Scannen wir mal, wer steht denn am Abgrund? Das ist Urlaub. Und wir könnten natürlich den mit einem Netzschlag. Kommt mal mit, Jungs. Kommt mal her, komm. Jawohl, komm. Schlag mich. Ja, komm doch. Ein paar Jungs hoch. Na toll. Es ist Spider-Man. Ihr wisst, was zu tun ist. Kann ich die Boys irgendwie runterschubsen? Nö. Toll, jetzt schubse ich den da genau neben das Ding, an dem Pfosten hin. Der ist aber runter. Und du gehst auch runter. Na toll. Ist jetzt down oder was? Tschüss, Junge. Ich sollte vielleicht nicht runterfallen. Ciao. Verstärkung. Verdammt, warum fall immer ich runter? Fisks Männer verdammt loyal. Keiner macht den Kingpin ungestraft. Komm. Er darf nicht gewinnen. Verdammt. Komm schon, ich kann doch jetzt nicht den einen Typen noch nicht. Wie viel will man noch? Einer. Verpiss dich doch jetzt. Alter, das geht's doch gar nicht. So, weg da mit dem Schild. Jetzt endlich ab. So. Ich komm nicht an ihn ran. Der ist jetzt auf jeden Fall mal erledigt. Hey Neuzugänge! Hatte ich erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Legt zusammen! Im Ernst, ich brauche noch was für die Miete! Ich brauche was für die Miete. Obwohl, ich habe ja gar keine Wohnung mehr. Ich habe gerade erfahren, dass die Unmengen an Falschgeld im Umlauf sind. Falschgeld? Eine aussterbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Jetzt gebe ich erstmal dem im Rest. Ja, dir wird's wehtun, mir nicht. Schlechte Frisuren, zu viel Parfüm. Yep, noch mehr Fistkanoven.
Au. Das war's, das will dein Kopf. Zack, zack, boom, ausweichen. Pendel. Mehr Nachschub? Leute, Willy hat gesagt, ihr sollt euch freinehmen. Pfadfinder-Ehrenwort. Au. Das tat weh, glaube ich. Was ist das für ein Mist? Enden wir das. Sich mit dem Kingpin anlegen sollen. Das ist eine Falle. Wir werden immer weniger. So, jetzt haben wir es dann auf jeden Fall gleich. Weg mit dir. Er mit der Waffe. Ja, genau. Den scheiß Blinkgranate. Weg mit dir, Junge. Komm, komm doch, komm doch. Oh nein, oh nein. Oh. Du hast einen großen Fehler gemacht. Ach so. Zurück. Ciao. Ist jetzt ganz runtergefallen. Ja, da unten liegt er. Geile Sache. Jetzt ist ja alles ruhig, Captain. Super, noch eine Einnahmequelle, die Wilson Fisk nicht mehr für die Anwaltshonorare nehmen kann. So, wieder komplett abgeschlossen. So muss es sein. So, und jetzt mal ganz schnell dahinter. Der Turm liegt auch noch am Weg. Fliegen da eigentlich immer für Hubschrauber? Der hier? Nee. Oder? Da oben ist er. So, dann laufen wir da schnell hoch. Da geht schon wieder nach unten. Das war fast zu weit. Ja. Noch ein Stück höher. So. Mithauen. 2 von 3. Okay, dann ist hier noch ein Rucksack gleich in der Nähe. Wer macht jetzt hier einen Rucksack hin, hör? Peter. Geiles T-Shirt. Vor allem gar nicht abgeranzt, auch das T-Shirt. Öffentlichkeitsarbeit.
Schau, der Jonah Johnson, ey, der nervt mich einfach so, der Typ. Seine scheiß Interviews. Es läuft so immer darauf hinaus, dass die Leute sagen, oh, Spider-Man ist geil. Da kann der so eh nichts ändern, der Typ. Wir sind einfach der Geilste und das war's. Schlau, wie wir uns so geil rumschwingen. So, 400 Meter noch. Jetzt sind wir fast die Straßenlaterne gerannt, ey. Jetzt sind wir wieder schön im Assi-Viertel. Was ist denn das für eine Straße? So. Ey, was haben wir hier? Hm, sieht militärisch aus. Schräg. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Oh no. Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Oh nee. Oh. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Wie ich sowas hasse. Wie ich sowas einfach hasse. Wie lange habe ich überhaupt Zeit? Bomben sich nicht von selbst. Na. Okay, das geht noch. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie ein Rätsel noch machen an die Bomben. Okay, die hier wäre geschafft. So, dann noch die letzte. Nicht ins Wasser fallen. Nein, was mache ich? Hallo? Das hätte besser sein können. Okay. Stufe erstaunlich. Netzbonus, Zeitbonus. Okay, aber wie soll ich denn da bitte 16.000 Punkte? Ich probiere es mal nochmal. Probieren wir doch gleich nochmal. Spiel denselben Song nochmal. Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. So, komm, gib Gas, Junge. Wo ist die letzte Bombe? Geht so. Ich hoffe, der Psycho denkt jetzt nicht schlecht von mir. Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst so ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld.
MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Ich gehe einfach Spider-Man. Okay, aber die Bomben, keine Ahnung, wie man da so viele Punkte schaffen soll. Echt keine Ahnung, ey. Hey, wir können kämpfen. Lasst mich ausreden. Oder wir können grillen. Hat sich der gerade selber mit seiner Bombe in die Luft gesprengt? Das kurz ausgenockt hat er sich selber. Tschüssikowski. Ja, was macht er da drüben? Tschüss. Oh Mann, schade, der fällt da gar nicht runter. Hier draußen. Ich gehe besser rein. Und ohne Umschweife. Rein geht's. MJ, so. Ich bin am zweiten Ort. Tragen diese Dämonen ihre Masken eigentlich immer? Bei Teamtreffen gibt es sicher Verwirrung. Ich finde heraus, dass Netzgriff. Wie machen wir nochmal den Netzgriff? Na, keine Figuren. Netzschlag, Netzgriff. Ja, das sind zwei. Das sind auch zwei. Hm. Oh, schade. Das hat uns ja eine gesehen, hä? Warum kann ich bei dem keinen Netzgriff machen? Moment mal hier. Move-Liste. Netzgriff. Ja, haben wir den vielleicht noch gar nicht freigeschaltet? Ich weiß nicht, ich check's nicht. Dreister. Abheben. Eigentlich schon, oder? Bei manchmal funktioniert's ja auch. Toll, wie soll ich denn jetzt noch so einen Lauerangriff machen? Muss ich mich irgendwie verpissen? Oh, ich komme hier auch nicht mehr raus. Ich sehe mich halt jetzt die ganze Zeit. Ah. Genau. Okay, ich muss auf jeden Fall weiter weg sein, glaube ich, oder? Aber manchmal geht es einfach nicht. Na, ist ja egal. Haben wir die erstmal zusammen, die Typen. Probier's halt einfach immer weg. Das Ausweichen. Ja.
Mann, es ist echt kacke, dass ich das mit dem Lauerangriff nicht hinkriege, ey. Junge, du nervst da hinten. Okay, da hat es jetzt wieder funktioniert. Der Typ da hinter der Kiste nervt mich vielleicht, ey. So, warum klappt es jetzt nicht mehr? Ich check's nicht. Ist ja auch wurscht. So, komm, jetzt gehen wir wegen aggressiver hier vor. Oh hey, ihr müsst die zweite Mannschaft. Welle 3 erst. Moment mal. So, du gehst weg, Rakete ausweichen. So, jetzt hier mal wegen Action. Schichtwechsel, hä? Gut, weil diese anderen Typen beeindrucken mich nicht. So, her mit dir, komm. Peter, da sollen Möbel nach Marte gestellt werden. Wie ich das sehe, geht es eher um illegale Waffen. Und jetzt nicht erschrecken. Ich glaube, sie sind nicht maßgefertigt. Da werden die Hipster-Killer aber enttäuscht sein. Da freue ich mich, noch mehr von euch zu sehen, aber... Toll, jetzt haben wir die Kombo verloren. Ich freue mich nicht. Was willst denn du da, Junge? Komm, da runtergesprungen, kannst gleich wieder hochgehen. Noch mehr Dämonen. Schätze, wir können das nicht bei ein paar Fruchthörtchen klären. So, wer will das nächstes? Komm, Schildtyp. Ich dachte, der hat mich gehittet. Der will an mich schießen hier. So, lassen wir mal einen Spider-Bro ein bisschen arbeiten. Ja, Spider-Bro hat's abgeschlossen. Geil. MJ, ruf die Polizei. Werden wir auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Super Job. Jede Waffe, die von der Straße weg ist, ist ein Gewinn. Leider bloß eine Basismarke. Naja. Schade, Schokolade. Aber das macht nichts. Die holen wir uns schon irgendwann nochmal. Wenn es dann darum geht, alle Dinger auf 100% zu spielen. So, jetzt gehen wir mal noch Richtung Schule. Zu dem Delaney. Dann schauen wir, was der so treibt. Einmal da durch. Zack. So, schwingen. Oh, müssen wir aufkommen. Verpasst der Anruf von Tante May.
Miles Mutter gesprochen. Sie wäre froh, wenn er hier anfängt. Die arme Frau trauert selbst, will aber für ihren Sohn stark sein. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr glücklicher Vorschlag, Peter. Ein Vorschlag, der Ben stolz gemacht hätte. Habe ich hier irgendeine... Ah ja, das war ja schon geschafft. Kleben die jetzt alle an der Wand? So ziemlich alle auf jeden Fall. Was würde ich mich jetzt über den Pizzalieferdienst freuen, anstatt immer mehr Dämonen? Spaß damit. Können die ja nicht irgendwas tun? Es lebt immer noch. Will der abhauen oder was? Ey, aber die Bösen können doch gar nichts, oder? Die Bösen, sag ich schon, ist. Gut, dass ich da war. Die Dämonen hätten Spezialkommando hier. War nur eine Unterstützung. Zack. Ja, jetzt kommt sie oder was, ihr Deppen. Ja, Junge, der hängt da fest, der kommt da nicht runter. Okay. So, das reicht jetzt schon wieder für die Folge. Es ist schon wieder soweit. Ja, ja. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.